Genau, und wir können jetzt hier, glaube ich, nochmal kurz pausieren und ein bisschen mit Objekten das Ganze hier wieder aufhübschen. Genau, da sehen wir nämlich gleich, was es hier alles an Sonic-Dingen gibt. Genau, wir können nämlich hier gleich einen Sonic-Teppich reinbasteln. Ganz vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich meine, dass es da gerade eine Position gegeben hat. Aber wahrscheinlich habe ich mich getäuscht. Ja, der, obwohl es ein Teppich ist, will er halt nicht unter das Bett gestellt werden. Wenn wir den drehen, haben wir da was gewonnen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das macht es eher schwieriger. Sonic-Teppich im Klo. Da hätte ich den auch nicht so gern gesehen. Schauen wir, ob wir den hier reinkriegen. Für Zimmer. Ach, das, wir können es nicht ins Zimmer setzen, sondern nur... Oh, entschuldigt die Husterei. Sondern nur in die regulären Bereiche. Dann setzen wir den doch hier irgendwo mit hin. Und dann schauen wir aber, was wir hier noch in den einzelnen Zimmern machen können. Prestige 2, da wollen wir aber mehr. Ja, gibt es immer hier einen Sonic Ring. Und einen Sonic Totem. Genau, Arzneischrank müssen wir erst freischalten. Lampe, Waage. Waage kostet nicht viel. Eine Patientenwaage. Ja, jetzt haben wir hier Prestige 3. Passt. Dann lassen wir den so. Ja, ich wollte jetzt eigentlich hier nichts verrutschen. Ja, jetzt habe ich den Aktenschrank verkauft. Und jetzt sind wir hier wahrscheinlich wieder auf Stufe 2. Genau. Eigentlich hier den Arzt packen. Den Arzt. Ja, wahrscheinlich müssen wir es weiterlaufen lassen. Ja, jetzt kannst du hier wieder weiterarbeiten. Dann schauen wir allgemeine Diagnose. Und dann ohnehin keine drin. Pausieren das Ganze nochmal und schauen, dass wir den ein bisschen aufhübschen. Genau, auch hier setzen wir eine Waage mit rein. Das Poster der Erleuchtung. Desinfektionsspender. Doch komm, das ist eigentlich so viel wert. Nur die Frage, wo setzen wir das Ding hin? Eher am Eingang. Prestigetechnisch scheint das gar nicht so viel zu machen. Dann machen wir hier noch die Easy Chubbins Pflanze, auch wenn die wieder Liebe und Zuneigung braucht. Gibt es einfach noch mehr Aktenschränke. Den können wir vielleicht noch verschieben. Den mit Prestige 3. Schauen wir nochmal, was hier alles geboten ist. Genau, aber die kriegen wir, glaube ich, schon hin. Jetzt schauen wir, wenn da gerade wenig los ist auf der Station. Genau, da ist nämlich momentan niemand. Dann bauen wir auch die noch aus. Genau, Krankenpfleger benötigt, ist ohnehin gerade keiner da. So, was kriegen wir hier noch hin? Kriegen wir da auch eine Waage noch mit runter. Desinfektionsspender. Genau, Pflänzchen machen wir hier aber auch noch rein.
Sollte es denn passen? Achso, ne, da ist vom Zugang her unpassend. Dann gibt es nur Poster. Sonst noch Stationsfenster. Ja, da bin ich mir nicht sicher, was dann später dahin kommt. Da möchte ich jetzt nur ungern ein Fenster hinsetzen. Ja, dann haben wir auch das aufgepimpt. Jetzt schauen wir kurz, was denn unsere Krankenpfleger so treiben. Ja, du suchst nach Arbeit. Das können wir ändern. Indem du einfach hier auch wirklich mal was machst für dein Geld und du kannst eigentlich Pause machen. Passt das so einigermaßen. Ja, Hof ist immer noch großartig. So viele Hausmeister, ja, bin mir nicht sicher. Den ganzen Länzeleien und sowas ist das, glaube ich, recht schnell dann behoben. Da haben wir niemanden in der Warteschlange, dann hübsch mir das Ding doch mal auf. Dann kriegst auch du eine Waage. Irgendwohin. Dann noch ein Desinfektionsspender. Und dann gibt's Poster. Da können wir sogar den Teppich noch mal reinpflanzen. Dann machen wir das auch. Und was hattest du für eine Prestigestufe? Stufe 2 und wir setzen das eigentlich momentan auf 3. Das heißt, wenn die dem Termin fertig sind, dann pimpen wir auch die Arztpraxis auf. Also zu den 3 Sternen, ach, wir sind sogar schon bei den, nee, wir sind noch nicht bei den 3 Sternen, also dahin möchte ich eigentlich noch kommen, da sich wirklich so ein Fazit für das Spiel bilden zu können. Auch bei dir, Forasch, solltest du dann weiterziehen wollen, gerne so einen Ersteindruck von dem Spiel da lassen, von 1 bis 5. 1 für weniger toll, 5 für supi-dupi. Genau, und das Zimmer wollten wir jetzt hier bearbeiten und aufhübschen. Auch da gibt es jetzt, man kann nie genügend Sonic-Teppiche haben. Oh, hier gibt es zur Abwechslung auch meinen Sonic-Ring. Wer die Spitzenberge von ihrer schönsten Seite erleben will... Das darf aber ab und zu Brian ganz viele Drops für das Spiel. Ja, einen Traumtänzer konnte ich schon anstecken. Der ist dann auch gleich in die Krankenhauswelt abgetaucht. Stimmt zwar irgendwann auch, glaube ich, mal das komplette Spiel über Prime Gaming kostenlos. Underlook Hotel. Das ist Radio Two Point. Na, dann machen wir hier nochmal die Erleuchtung. Dann haben wir da Prestige 3. Dann haben wir hier wieder Beförderungen. Genau, unser Hausmeister. Schauen wir, dass der eben genau knapp in den Bereich kommt, wo er sich ein bisschen glücklicher fühlt. Genau, Sondermeldung, klasse. Die komplette Patientengruppe heilen. Genau, das heißt, wir haben auch da den Auftrag wieder geschafft. Kundenanruf zulegen. Du behandelst da auch gerade. Das Ding ist aber leer. Dann werden wir die kurz bearbeiten.
Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass du dann auch über Prime Gaming das Grundspiel mit abgestaubt hast. Also es gibt, glaube ich, einige DLCs, die sind noch nicht bei Prime Gaming verteilt worden, sondern eher nochmal wirklich so spezieller Prime-Content. Wo haben wir denn den Teppich? Warum hier keinen Teppich reinsetzen? Dann gibt es halt nur den Desinfektionsspender. Dann, ich weiß zwar nicht, für was man in der Apotheke eine Waage bräuchte. Ach, wir können ohnehin keine setzen. Eine Kaffeemaschine. Aber uns reichen die Kudosch nicht. Aber ich glaube, das sparen wir uns als nächstes an. Dann haben wir da das Foto. Na, dann kriegst du noch ein Fenster. Auch wenn das jetzt gefühlt prestigetechnisch nichts ausgemacht hat. Genauso wie die Pflanze. Dann vielleicht noch irgendwas, was man nicht gießen muss. Mehr Aktenschränke. Genau, dann haben wir es. Worüber hast du das Spiel geholt? Also ich habe es über Steam. Ich glaube aber, dass es bei irgendeinem Humble Bundle oder ähnlichem dabei war. Ich habe es aber auch in der Prime Gaming App. Also da scheint es irgendwann auch mal kostenlos verteilt worden zu sein. Also der Vorteil an der Steam-Version ist, die zeigt es ja oft an, wie Saroni zum Beispiel abgeschnitten hat, dass man sich gleich ein bisschen mit den anderen konkurrieren und vergleichen kann. Genau hier unten haben wir es gerade. Werfen wir einen Blick auf unsere Kategorie jährlicher Gewinn. Genau, Saroni hat $364.000 im Jahr gemacht und wir noch nur 212.000. Willkommen zurück beim Radiosender Ihres Vertrauens. Ich bin Ihr bedauerlicherweise völlig überqualifizierter Moderator, Sir Nigel Bickleworth. Ich bin hier, um zu informieren, zu unterhalten und ja, einen winzigen Schon gemusst, bewege die Maus in meinem Zimmer, um anzuzeigen, wer sich in der Warteschlange befindet. Die jeweilige Position der Schlange wird über den Köpfen der Patienten angezeigt. Oh nein, wir haben hier wieder jemanden, der stirbt. Wollpudel, Behandlung fehlgeschlagen. Erfolgschance war 82% und wir haben es vergeigt. Krankenschwierigkeit, Diagnosesicherheit, Personalkompetenz. Und jetzt sind die Toten. Jetzt wird es Zeit für einen Hausmeister. Ist es schon exorziert worden? Roy Pudel gefangen. Ja. Wahnsinn. Na, die 30 Patienten haben wir auch schon. Jetzt sind wir noch ein bisschen am Kohle verdienen. Ja, ich bin mir irgendwie nicht sicher, weil die warten hier nicht wirklich lange. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo große Engpässe haben. Was sich jetzt lohnen würde auszubauen, ob da dann überhaupt mehr kommen würden. Wir können jetzt hier noch eine Arztpraxis hinbauen. Einfach, dass wir was getan haben. So, wir brauchen 3x3. Ja, wir wollen abbrechen. Das war nicht so wie vorgestellt. Wichtige Durchsage. Dann machen wir da den Eingang. Bitte verraten Sie unsere Behandlungspreise nicht im Internet. Das ist natürlich auch generell so ein großer Kritikpunkt immer wieder. Ich weiß gar nicht, was da jetzt der aktuelle Stand ist. Eben auch mit den Online-Krankenhäuser-Vergleichsseiten. Wo sich dann die Patienten drunter austauschen, wie es denn dort lief und so weiter. Und das eigentlich nicht so gern von den Krankenhäusern gesehen ist. Diese zusätzliche Konkurrenz durch Vergleich. Achso, wir haben den falschen Mülleimer gesetzt. Oh, dann gibt es halt hier mal zwei Mülleimer. Ne, wir machen den anderen weg. Der andere kommt weg. Dafür kommt der Feuerlöscher hin. Desinfektionsspender. Der Sonic Bomb bleibt dem
Logistics angewandte Naturheilmittel und Forschung, auch bekannt unter der erstaunlich passenden Abkürzung Hanf, öffnet anscheinend eine weitere seiner naturheilkundlichen Einrichtungen für Leute mit mehr Geld als Gehirn. Zum Glück verfüge ich im gleichen Maße über beides. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. So ist das. Es gibt Gerüchte, dass Pflanzen Wasser gern haben. Ich weiß gar nicht, wie es da bei euch aussieht, aber ich habe da hier so Bogenhanf. Der ist sehr, sehr genügsam. Also noch genügsamer als Kaktusse oder Kakteen, würde ich behaupten. Die überleben bei mir, aber alles andere, kein grüner Daumen bei mir. Geschätzter Krankenhausleiter, 3-Sterne-Krankenhaus, Glückwunsch! Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sternen bewertet. Ich hoffe für Sie, dass Sie noch wissen, wie Sie so eine vorbildliche Einrichtung hingekriegt haben. Das County wird nämlich von Ihnen erwarten, dass Sie das endlos wiederholen können, auf dass Sie das von Ihrem Mut befreit und mit der angemessenen Nervosität erfüllt. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarquin Foxbridge, Gesundheitsminister. Und dadurch haben wir jetzt den Zeitschriftenstand freigeschaltet. Genau, wir können jetzt hier zwar fortfahren, aber wir speichern hier erstmal an der Stelle. Genau, Einnahmen, Ausgaben. Wir haben nämlich jetzt auch hier erstmal keine Ziele mehr. Achso, wir müssen das Zimmer noch fertigstellen. Da fehlte noch etwas Prestige, genau. So passt das. Dann kannst du da gerne wieder rein. Genau, wenn du zur Karte um ein anderes Krankenhaus klicke auf das Schaltfeld Karte. Genau, das haben wir nämlich hier. Jetzt könnte denn Furasch, wenn er Lust hat, gern noch eine kurze Bewertung mit abgeben. Das machen wir nämlich hier nochmal kurz. Ja, da wollen wir eben nicht hin. Kurze Abstimmung, genau. Ist wie gesagt nur als Ersteindruck gedacht, also ist nicht als Endnote oder ähnliches zu verstehen, sondern einfach, was er jetzt in der kurzen Zeit für einen Eindruck von dem Spiel gewinnen konnte. Und ansonsten hätte ich nämlich auch vorgeschlagen, dass wir noch zu Cerrone rüber raiden. Mir hat es auf alle Fälle auch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein wenig. Aber es ist auf alle Fälle recht lustig gemacht, eben mit diesem humoristischen Ansatz. Also mit so bierernsten Aufbausimulationen kann ich meistens nicht ganz so viel anfangen. Da war das dann schon sehr, sehr dankbar.